Hallo, liebe Geschwister. Zweiter Tag zum Johannesevangelium und wir machen dort weiter, wo wir aufgehört haben. Wir haben ja Jesus als den erlebt, der schon immer bei Gott war und der die ganze Schöpfung mitgestaltet hat. Der Herr sozusagen von allem. Und er ist das Leben. Er ist derjenige, ohne den Leben nicht möglich ist, und wenn er nicht, wer ihn nicht aufnimmt, bleibt in der Finsternis. Ich lese heute weiter von Vers 6 ab vom ersten Kapitel bis Vers 18. Ein Mensch trat auf, den Gott gesandt hatte. Er hieß Johannes. Dieser Mensch trat als Zeuge für das Licht auf. Alle sollten durch ihn zum Glauben kommen. Er selbst war nicht das Licht, aber er sollte als Zeuge für das Licht auftreten. Er, der das Wort ist, war das wahre Licht. Er ist in diese Welt gekommen und leuchtet für alle Menschen. Er, das Wort, war schon immer in dieser Welt. Diese Welt ist ja durch ihn entstanden, aber sie erkannte ihn nicht. Er kam in seine eigene Schöpfung, aber die Menschen, die er geschaffen hatte, nahmen ihn nicht auf. Aber wer sich ihm öffnete, den verlieh er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Das sind alle, die glauben, dass er im Auftrag Gottes handelt. Kinder Gottes wurden sie nicht durch ihre natürliche Geburt, auch nicht, weil ein Mensch es wollte oder weil sie einen Mann zum Vater haben. Kinder Gottes wurden sie allein dadurch, dass Gott ihnen das wahre Leben schenkt. Er, das Wort, wurde ein Mensch. Er lebte bei uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Es war die Herrlichkeit, die ihm der Vater gegeben hat. Ihm seinen einzigen Sohn. Er war ganz erfüllt von Gottes Gnade und Wahrheit. Johannes trat als sein Zeuge auf. Er rief: Diesen habe ich gemeint, als ich sagte, nach mir kommt einer, der weit über mir steht, denn lange vor mir war er schon da. Aus seinem Reichtum hat er uns beschenkt mit der Gnade, die von Gott kommt. Durch Mose hat Gott uns das Gesetz gegeben, aber in Jesus Christus ist uns Gott selbst begegnet mit seiner ganzen Gnade und Wahrheit. Kein Mensch hat Gott jemals gesehen. Nur der eine, der selbst Gott und Stellvertreter des Vaters ist, der hat uns über ihn Auskunft gegeben. Man könnte fast sagen, es ist wie eine Art Maggi-Würfel des Evangeliums. Alles bereits enthalten. Alles bereits in diesem kurzen Text entfaltet. Und deswegen hat dieser Text auch eine ganz besondere Geschichte hinter sich. Er fasziniert Menschen nach wie vor über die Jahrhunderte hinweg. Dass Johannes es auf den Punkt bringt, ganz, ganz klar. Jesus hat den Auftrag, den Menschen sich selbst zu geben, das Leben zu bringen, das Licht, das Heil zu bringen. Und dazu ist er da. Er soll die Finsternis vertreiben. Und nun tritt er hier bewusst ein in die Geschichte. Ein Mensch trat auf. Er wird geboren, er tritt auf. Ein Mensch, dessen besondere Sache an ihm ist, dass er von Gott geschickt ist. Und er hat den Namen Johannes. Auf Deutsch: Yahweh ist gnädig. Yahweh ist gnädig. Sein Name ist Programm. Er dient als Zeuge für das Licht, als Wegweiser, hatten wir schon öfters gesagt. Dieser Mensch tritt, wie gesagt, als Zeuge auf, damit alle durch ihn zum Glauben an Jesus Christus kommen. Aber jetzt wird es interessant, und das geht vor allem auch, weil die Jüngerbewegung des Johannes sich interessanterweise nicht aufgelöst hat nach dem Tod des Johannes und auch nicht nachdem er Jesus eigentlich als den bezeichnet hat, dem sie folgen sollen, wird hier ganz deutlich gesagt, er ist nicht
das Licht. Das ist vielleicht ein kleines Licht, so wie die Jünger auch, wie Petrus und Paulus und so weiter. Aber er ist nicht das Licht. Er bringt nicht das Heil. Er weist nur darauf hin. Er ist sozusagen der den Weg versucht zu ebnen. Er ist nur Zeuge. Der aber, der das wahre Licht ist, der ist in die Welt gekommen, um den Menschen den Weg zu zeigen. Jesus. Gott hilft. Von Jeshua herkommt. Gott hilft. Er, heißt es wieder, der das Wort war, und immer wieder bindet er es damit an den Anfang fest und macht deutlich, schon vor der Geschichte, er war schon immer in dieser Welt. Immer wenn Gott gesprochen hat, war er dort. Immer wenn Propheten gesprochen haben, war er in dieser Welt. Er ist schon immer in dieser Welt, denn sie ist ja durch ihn geschaffen worden. Aber die Welt, die Menschen, die Schöpfung erkannte ihn nicht. Das ist eigentlich das Drama, dass das sozusagen das Produkt den Schöpfer nicht kennt, nicht erkennt. Sie nahmen ihn nicht auf, die Menschen, die er geschaffen hatte. Aber er sagt dann sehr deutlich auch, und da wird es, öffnet sich wieder eine Tür, die ihn aber aufnahmen, die ihn für sich, die sich ihm öffneten, denen gibt er ein Recht. Recht, Kinder Gottes zu sein. Kinder Gottes zu werden. Ihm zu folgen und damit eigentlich in die Herrschaft Gottes einzutreten und all die Wunder als solche auch zu erkennen. Kinder Gottes wurden sie nicht, weil sie irgendwo hineingeboren wurden, so wie wir heute auch nicht Christen werden, nur weil wir in einer christlichen Familie aufwachsen und unsere Eltern uns zur Taufe gebracht haben. Unser Christsein wird eigentlich erst da klar und deutlich, wenn wir eine eigene Entscheidung treffen und diese Entscheidung für Jesus Christus und Gott treffen. Und damit auch interessanterweise in dem Zusammenhang, wenn wir diese Worte ernst nehmen, auch für die Gemeinde. Da wird unser Christsein konkret. Also nicht von Geburt her, nicht weil die Oma so gläubig war, bin ich nun auch, oder weil der Vater so gläubig ist oder die Mutter. Ich muss meinen ganz eigenen Weg finden, ich muss mein ganz eigenes Bekenntnis sprechen zu Christus, dem Herrn. Und dann trete ich ins Licht. Ich kann es nicht erben. Wie heißt es so schön? Gott hat keine Enkelkinder. Er, das Wort, wurde Mensch. Er lebte bei uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Das erinnert uns durchaus auch an das, was wir von Petrus gehört haben, was wir von Paulus gehört haben, vom Berg auch der Erklärung, wir sahen seine Herrlichkeit. Johannes war ja auch mit dort. Es ist die Herrlichkeit, die ihm der Vater gegeben hat. Also Jesus strahlt nicht allein aus sich selbst, sondern weil der Vater sie ihm gegeben hat, von aller Zeit aus strahlt er diese Herrlichkeit aus als sein einziger Sohn. Und was erfüllt ihn in dieser Herrlichkeit? Gnade. Und Wahrheit. Gnade und Wahrheit finden wir bei ihm. Und deswegen kann er uns den Weg zum Vater, den Weg ins himmlische Jerusalem, den Weg in Gottes Reich ebnen. Noch einmal wird ganz deutlich, sagt er noch ganz deutlich, Johannes trat als Zeuge auf. Er weist auf ihn hin, diesen habe ich gemeint, genau. Wenn ich sagte, nach mir kommt einer, der weit über mir steht, war er doch schon zum Anfang der Zeit da. Auch da wieder dieses klare Zeugnis. Interessanterweise diesen Satz überliefert nur Johannes von Johannes.
Johannes, von Johannes dem Täufer, während andere diesen Satz in den Evangelien nicht haben. Aber das ist, er ist von Anfang an, er ist viel, schon längst vor mir, bevor ich überhaupt war. Aus seinem Reichtum hat er uns beschenkt mit Gnade. Diese Zuwendung Gottes, dieses Unverdiente aus dem Reichtum, den Gott ihm geschenkt hat, gibt er diese Gnade an uns weiter. Diese Gnade, die wir eben von Gott empfangen. Wie gesagt, auch die Gnade, Kinder Gottes sein zu dürfen. Und er macht es deutlich, hier geschieht etwas Besonderes. Mose hat von Gott uns her das Gesetz gebracht. Aber Christus lässt uns Gott selbst begegnen. In ihm sehen wir Gott in aller Klarheit. Ist übrigens auch im Anfang war das Wort. Im Anfang, so genauso fängt auch das Alte Testament an. Die ersten Worte des Alten Testamentes im Anfang wiederholt sich, macht deutlich, hier geschieht etwas, das genauso wichtig ist wie das Gesetz. Hier wird etwas fortgesetzt, hier geht es um die Heilsgeschichte. Und dann macht das nochmal ganz deutlich, kein Mensch hat Gott jemals gesehen. Nur der eine, der selbst Gott und Stellvertreter des Vaters ist. Also nur Jesus kennt Gott. Und er hilft uns, Gott zu entdecken, Gott zu verstehen, Gott zu sprechen. Er lehrt uns, wie wir beten sollen. Er ist uns da tatsächlich das Leben, die Verbindung zum Leben. Und wenn jemand sagt, ich brauche Jesus nicht, dann würde Johannes sagen, dann kannst du sicherlich ein guter Mensch sein, aber du wirst das Reich nicht erben. Dann kannst du sicher viel Gutes tun. Aber ohne mich kommst du nicht ans Ziel deines Lebens. Das ist eigentlich die frohe Botschaft. Gott kommt in diese Welt in Christus, um uns ans Ziel zu bringen. Sind wir auf dem Weg zum Ziel? Himmlischer Vater, es ist schon erstaunlich, was du für uns tust, dass du selbst in diese Welt hineinkommst. Und auch wenn sie dich in vielen Dingen verstößt, auch wenn sie dich immer wieder versucht, vor ihren Kern zu spannen, auch wenn sie dir das Leben schwer macht, weil sie allen möglichen Trends nachläuft, bloß nicht deinem Wort, du kommst in diese Welt. Du kommst zu uns. Und die, die dich aufnehmen, entdecken, dass sie beschenkt werden von dir, Kinder Gottes sein dürfen und als solche auch leben können. Weil du ihnen hilfst, weil du ihnen im Auferstandenen zur Seite stehst. So hilf du auch uns, wenn wir uns mit diesen Worten beschäftigen, dass wir dir begegnen und so dir zur Ehre leben. Ich wünsche Ihnen heute einen gelingenden Tag, wo die Liebe Gottes und die Wahrheit und Gnade erfüllen.